Julia? Um 8? Hendrik, geht's dir gut? Liebster Cassio, wie soll ich das bloß überleben? Mein Herz dürstet nach dir. Ich brauche dich doch verdammt nochmal. Ich will nichts weiter als nur bei dir sein. Alle meine Sehnsucht gilt dir. Alle meine Bedürfnisse reduzieren sich in diesem Augenblick auf nur diesen einen unbändigen Wunsch. Ich sehe dich überall, dein Gesicht, deine lachenden Augen, dein Bild zerbricht mir mein Herz. Ich greife nach dir, um deine Lippen zu berühren. Aber du bist nicht da. Dein Bild verschwindet langsam und löst sich auf. Ich bleibe allein zurück. Alles, was mir bleibt, ist die Erinnerung an dich. Unsere Fahrt im Riesen. Scheiße. Cassio muss weg. Herr General, erteilen Sie mir den Auftrag, ich bitte drum. Sie dürfen damit nicht in Verbindung gebracht werden. Ich exekutiere Ihre Rache. Das Schwein ist so gut wie tot. Aber bitte, bitte lassen Sie Desdemona erleben. Wir zwei, wir schlagen zurück. Ja, es ist ein Juweliergeschäft. Na, geht dir Licht auf? Und wenn ich dir sage, dass ein Footlocker nebenan ist und ein Douglas Parfums auf der anderen Seite? Ja, du hast es geschnallt. Wir haben es nicht auf Tiffany's abgesehen, sondern auf einem kleinen Familienbetrieb. An einem vielbesuchten Ort, an einem Samstag, wo alle Wocheneinnahmen nach dem Safe sind. Wir haben da beide gearbeitet, wir kennen die Alarmanlage, wir kennen die Safe-Kombination, wir wissen, wo alles ist. Mit den Wocheneinnahmen, dem Tresor, mit dem ganzen Schmuck, und das sind ungefähr 500.000 Euro. Zeitsprung gemacht! Und weil Sie so ein fantastisches Publikum waren, fangen wir jetzt mit dem ganzen Programm nochmal von vorne an! Hören? Ja. Nein. In Wahrheit kommen wir jetzt zur letzten Nummer. Oh. Nochmal.